Leute, ich bin's wieder, Omnen, und ich bin jetzt von den Ferien wieder da und heute mache ich wieder eine Push-Folge. Ja, hier haben wir einen neuen YouTuber, der heißt B. Einfach nur B. Also abonniert ihn, denn der macht sehr, sehr coole Glitch-Videos. Ja. Er macht sehr, sehr gute Videos. Hä, wieso Dislike? Er macht doch eh gute Videos. Er nimmt doch gut auf, Gaming, ja. Two Glitches und Infection. Also er macht sehr, sehr gute Videos, finde ich. Splash Glitch. Jo. Er heißt B, 33 Abonnenten, also es würde mir sehr gefallen, wenn ihr ihn abonnieren könnt. Ja, bitte pusht ihn, abonniert ihn, tja. Und sehen wir uns den nächsten an. Ja, abonniert der Killer Mods. Er macht Mods und Push-Videos, ja. Mal anschauen. Mega Push-Folge. Also sein Profilbild ist Sub-Zero. Und 5 Likes nach 10 Minuten. Cool. Ja, außerdem habe ich heute Geburtstag. Ja, heute mache ich vielleicht noch ein Video. Okay, 30 Abonnenten, ja. Okay. Also, schauen wir uns den nächsten an. Also, hier haben wir Patrike Ambrose Creepypastas. Also, ich habe richtig Angst, weil der macht richtig gruselige Videos, Mann. Ich gehe lieber nicht im Dunkeln. Ich habe richtig Angst. Also, schauen wir uns mal ein Video an. Wartet. Also, ich war nur kurz irgendwo. Ja. Also, schauen wir uns jetzt das mal an. Oh Mann. Geistertreppe. Warte, ich mach's mal laut. Die Tür zu SCP-087 besteht aus verstärktem Stahl mit einem elektrischen... Okay. Jede Person, die bis jetzt bei einer Erkundung war, hat SCP-0871 gesehen. Sie Bild. Die Beschaffenheit von SCP-071 ist bis jetzt komplett unbekannt. Aber es ist klar, dass SCP-0871 nicht die Quelle des Geräusches ist. Die Testobjekte berichten von einem Gefühl von paranormalen. Tja, das macht mir schon Angst. Tja, und der letzte für heute. Mario TV. Abonniert ihn. Also, das ist sein Intro. Ja, also das war's heute mit dem Video. Und ja, schöne Ferien noch. Und ja, abonniert die und danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao.